Am Samstagmorgen, kurz vor 3:30, wurde der Feuerwehr ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Milchstraße in Esslingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass alle Bewohner durch die Polizei aus dem Gebäude evakuiert wurden. Feuer und Rauch drang auf der Gebäuderückseite aus dem zweiten Obergeschoss. Die Brandbekämpfung wurde mit einem Löschrohr und mehreren Trupps unter Atemschutz im Innenangriff vorgenommen. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Esslingen zur Untersuchung gebracht. Die Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten, bei denen auch eine Wärmebildkamera sowie ein Wassersauger eingesetzt wurden, dauerten bis kurz nach 6. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Esslingen war mit 24 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen angerückt.